Der Finn macht Walliser Hüttenkäse-Tartar. Hallo zusammen. Heute ist Freitag. Ist der Finn wieder einmal am Kochen. Wir machen zusammen eine Spezialität aus dem Kanton Wallis. Und zwar ein Walliser Hüttenkäse-Tartar. Etwas ganz Feines und sehr einfach. Für 4 Personen als Hauptgang brauchen wir 750 Gramm Hüttenkäse. Ja. Und dann brauchen wir 200 Gramm Trockenfleisch, Walliser Trockenfleisch. Das tun wir ein bisschen Würfel schneiden und da ist dazu. Trinier. Gut. Bist du wieder der Chef? Ja. Muss ich weg? Gut. Und dann brauchen wir noch 15 Gramm Schnittlauch. Den schneiden wir schön schneiden und auch dazu. Würzen können wir entweder ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Einfach nicht übertreiben. Nur wenig. Wir nehmen jetzt Knoblauchsalz vom Bünzli-Gewürz und ein bisschen würzen. Gut. Und dann können wir alles gut verrühren. Beim Würzen wirklich schauen. Das Walliser Trockenfleisch ist auch schön salzig und der Schnittlauch gibt auch ein gutes Aroma. Wenn wir es schön untereinander gemacht haben, stellen wir es nachher mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Dann nehmen wir 8 Scheiben Toastbrot. Nehmen wir sie. Und dann sie toasten oder im Ofen innen schön rösten. Dann möchte Finn noch den Teller zeigen, den er von der Porzellanfabrik Langenthal bekommen hat. Andersrum. So, schau. Er hat extra einen herzigen Teller für ihn bekommen. Du musst ihn wieder herlegen. Dann haben wir ein bisschen Rucola. Den wollen wir waschen. Und legen ihn rings um den Teller. Aber den Rand lassen wir frei. Ja, einfach schön herlegen. Dann nehmen wir unser Hüttenkäse-Tartar vor und kitscht eine Ringform, wenn man hat. Weil wir den Finn vorher aus dem Bild geschöpft haben, bekommt er ein bisschen kleiner. Ist das gut so? Bitte. Dann nehmen wir das Hüttenkäse-Tartar und da schön in den Ring reindrücken. Ja, bravo. Ja, bravo, ja. Dann schneiden wir noch ein bisschen Parmesan schneiden oder Grana Padano, dann schneiden wir ein bisschen verreissen und schön über den Rucola. Separat dazu stellen wir dann Aceto Balsamico auf den Tisch, dass jeder selber ein bisschen über den Rucola tun kann. Dann schneiden wir Toastscheiben, jetzt bin ich wieder aus dem Bild gefallen. Hey, Finn. Toastscheiben diagonal halbieren, pro Teller 2 Stück. Und da ist ein schöner Ring zum Umlegen. Und fertig ist unser Walliser Hüttenkäse-Tartar. Wir wünschen einen guten Zusammen.